Entweder oder mit Stefan Kretschmer. Stefan, Tequila oder Wodka? Tequila. Padre Azul natürlich, ist der geilste Tequila überhaupt. Döner oder Currywurst? Currywurst als Berliner. Absolut Pflicht. Aber die Steigerung von Currywurst wäre noch Kettwurst. Gab es früher zu Ostzeiten. Kochen oder bekocht werden? Da bin ich Macho, ich lasse mich gerne bekochen. Magdeburg oder Gummersbach? Da bin ich Ossi, Magdeburg. Leipzig oder Berlin? Da mein Herz momentan wirklich in Leipzig hängt, gilt meine ganze Intention Leipzig. Rammstein oder Bosshoss? Das ist eine ganz gemeine Frage, du Drecksack. Das geht nicht. Ramboss. Sisters of Mercy oder Life of Agony? Na, da muss ich weiter ausholen. Das ist Life of Agony, weil Sisters of Mercy habe ich 20 Jahre auf einem Reunion-Konzert, 20 Jahre später auf einem Reunion-Konzert gesehen. Da ist mein Mythos kaputt gemacht worden von Andrew Eldritch. Das war ganz schlecht. Also Life of Agony. Herr der Ringe oder Scarface? Licht ist aus. Egal. Komischerweise, dass da gerade das Licht ausgeht. Herr der Ringe, bin ich absoluter Fan von. Hund oder Katze? Hunde mittlerweile. Und zwar zwei Parson Russell Terrier. Die sind komplett irre. Welch Wunder. Boomer oder Jaguar? Freunde, also jetzt wird es langsam blöd. Es ist natürlich klar, dass der Puma mir wesentlich näher ist als der komische Jaguar, ehrlich. Puma ist sowieso die geilste Firma. Früh aufstehen oder spät ins Bett? Mittlerweile bin ich ein Frühaufsteher. Kannst du dir vorstellen, wie die Zeiten sich ändern? Jeden Morgen zwischen 6:30 und 7 stehe ich auf. Senile Bettflucht nennt man das. Ins Gym oder laufen gehen? Training Heroes. Ich trainiere zu Hause, vor dem Fernseher. 5 Minuten am Tag reichen. Bist du dabei? Wenn du alles könntest, was wäre dein Traum als Sportler zu erreichen? Einmal NBA-Champion werden oder einmal Gold bei einer Handball-WM? Ich würde alle meine Silbermedaillen gegen eine Goldmedaille im Handball eintauschen. Die 96er Bulls oder die 16er Golden State Warriors? Was für eine bescheuerte Frage. Also das können nur die Bulls sein. Wer jemals so eine Diskussion aufmacht, sollte auf Scottie Pippen hören, der gesagt hat, 4:0 würden sie die Warriors sweepen. Ja? Und daran glaube ich, weil niemand wird jemals wieder wie Michael Jordan sein. Curry oder Jordan? So sehr ich diesen kleinen Zwerg auch liebe, aber Jordan wird unübertroffen sein. Was nervt dich mehr, Silber bei Olympia 2004 oder Silber bei der WM 2003? Ist egal, jede Silbermedaille ist scheiße. Jetzt kommt was Spannendes. Was tat mehr weh? Diese Niederlage bei der WM im Finale gegen Kroatien in Portugal für die Nationalmannschaft oder die gegen Buschmann 2010 in Istanbul? Die gegen Buschmann, weil die Niederlage gegen Kroatien, da saß ich ja draußen und musste mir dieses Spiel nur angucken. Bei der Niederlage gegen Buschmann habe ich selber geworfen und war selber dafür verantwortlich. Hättest du jetzt gesagt, olympisches Finale 2004 gegen Kroatien oder Buschmann, da hätte ich natürlich gesagt, olympisches Finale, logisch, weil da habe ich selber mitgespielt. Aber 2-3 saß ich leider nur draußen und da hast du mir mehr wehgetan, vor allen Dingen von dem, was danach kam. Eine Niederlage bei einer WM hängt dir weniger nach als eine Niederlage gegen Frank Buschmann. Durch deine Social-Media-Besessenheit ist diese Scheiße, glaube ich, über den ganzen Planeten gegangen, ehrlich. Deswegen korrigieren wir das nachher auch nochmal, hoffentlich. Fahrrad oder dicke Karre? Fahrrad. Also auf keinen Fall eine dicke Karre. Fahrrad habe ich jetzt auch gerade nicht, aber dafür würde ich mich eher entscheiden. Warm duschen oder kalt? Im Sommer gerne kalt. In einem Flight beim Golf mit Keimer oder Woods? Keimer. Weil, hatte ich ja schon mal, ich durfte mit Martin schon mal die BMW Open das Pro-M spielen. Es ist so ein geiler Typ. Ein tadelloser, ganz lockerer Zeitgenosse. Ich mag den wirklich sehr. Aber das, was der macht, ist Golf. Das, was ich mache, ich weiß nicht, wie man es nennen kann. Also jedenfalls nicht Golf.